In diesem Video zeige ich dir alle wichtigen Neuerungen von WordPress 4.0. Mit WordPress 4.0 beginnt ja wieder eine kleine neue Ära. Dabei handelt es sich nicht um kleine Sicherheitsupdates, sondern mit WordPress 4.0 gibt es wirklich einige neue coole Funktionen. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Pfeil und jetzt zeige ich dir, was es mit WordPress 4.0 auf sich hat. Es beginnt schon bei der Installation. Du siehst es hier in diesem Video. Du kannst ab sofort direkt bei der Installation, das ist der erste Schritt, die Sprache auswählen. Da WordPress weltweit eingesetzt wird, also rund um den Globus, gibt es natürlich viele Sprachen für WordPress und so können wir hier direkt Deutsch auswählen und du musst die Sprachdatei oder den angepassten deutschen Download nicht extra suchen. Also hier einfach Deutsch auswählen und dann klickst du auf Weiter und dann landen wir bei der normalen Installation. Das zeige ich dir jetzt nicht, denn es geht dir jetzt nur um die neuen Funktionen. So, jetzt hier siehst du eine komplett frische WordPress-Installation. Das ist hier die zweite Beta-Version von 4.0 und auf den ersten Blick sieht alles gleich aus. Das heißt, du kannst ganz genauso weiterarbeiten mit WordPress, musst dich hier nicht auf ein neues Design oder auf eine neue Menüführung einstellen. Als erstes, und das sehen wir uns jetzt einmal an, ist der überarbeitete Texteditor. Ich klicke jetzt einfach auf Seite erstellen und je nachdem, ob du jetzt selbst einen anderen Editor, ein anderes Plugin verwendest oder diesen Standard-Editor verwendest, siehst du erstmal keinen Unterschied. Hier, wenn du klickst, siehst du noch eine erweiterte Werkzeugleiste und die Anpassungen sind eigentlich eher im Hintergrund. Das heißt, du hast jetzt hier nicht viele neue Funktionen, sondern der Editor arbeitet im Hintergrund etwas besser und optimierter. Das bedeutet, wenn du Inhalte aus Word oder aus Excel oder irgendwo einfügst, dann werden diese Formatierungen besser übernommen. Das heißt, alles, was hier im Textbereich geschrieben wird, ist der Quellcode einfach besser, was natürlich ein wichtiger Faktor ist. Also auch wenn du hier jetzt nichts siehst, hat sich trotzdem einiges verändert beim Editor. Ähnlich ist es, wenn wir jetzt hier auf Dateien hinzufügen klicken und die Mediathek hier nutzen. Hier sind natürlich noch keine Bilder hinterlegt, aber wenn wir jetzt Audiodateien haben, ich klicke hier mal auf Audio, dann haben wir die Möglichkeit, mehrere auszuwählen und ja, eine Playlist darzustellen. Wir wählen dann quasi mehrere Elemente aus und fügen das dann hinzu und dann kannst du hier direkt eine Playlist darstellen. Dann wird es noch eine weitere neue Funktion geben und zwar betrifft das die Live-Vorschau. Es ist ja immer so, gerade bei vielbesuchten Internetseiten oder Blogs, dass man, ja, wenn man sofort etwas live stellt, dass es die Besucher sofort sehen, ohne dass ich selbst weiß, ob das so richtig ist oder ob ich das noch etwas optimieren muss. Und in diesem Zug hat sich mit WordPress 4.0 ein weiteres Update eingeschlichen. Das habe ich hier in der Beta-Version jetzt noch nicht gefunden. Allerdings ist es so, wenn du Widgets hinzufügst. Widgets sind ja meistens an der rechten Sidebar, eine Suchfunktion, die letzten Beiträge, die Darstellung der Kategorien oder auch vieles andere, wie zum Beispiel ein E-Mail-Formular oder ähnliches. Und das solltest du dann ab der neuen 4.0-Version so gestalten können, dass du das alles in einer Vorschau testen kannst. Das heißt, nur du siehst die Änderungen und kannst dann prüfen, passt das so noch nicht. Und dann erst schaltest du es live, sodass es deine Besucher auf deinem Blog, auf deiner Webseite erst sehen. Ich finde, das sind alles wirklich coole neue Funktionen. Hier konnte ich dir das Ganze nur etwas theoretisch zeigen, aber ich denke, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du die neuen Funktionen kennengelernt hast und dann auch nach dem Update dann so nutzen kannst.
Unter der Haube hat sich natürlich auch ein wenig was getan. Die Datenbank wurde aktualisiert, es werden natürlich immer gewisse Fehler bereinigt und Sicherheitslücken geschlossen. Aber ich denke, das, was unter der Haube passiert, ist für dich jetzt gar nicht so sehr von Bedeutung. Wichtig ist, WordPress sieht nach wie vor genauso aus, ist genauso zu bedienen. Du musst dich hier also nicht umstellen oder etwas Neues lernen. Und mit der Installationsroutine, dem verbesserten Editor, das bessere Handling der Mediathek gibt es wieder ein paar coole neue Funktionen, die WordPress ja weiterhin auf dem, wie soll ich es sagen, Weg zum besten CMS zu begleiten. Es gibt natürlich viele andere Content-Management-Systeme, aber gerade wenn du die Entwicklung der letzten Jahre von WordPress etwas verfolgt hast, gibt es hier ja so viele tolle Neuerungen und es geht immer weiter. Und in diesem Sinn empfehle ich dir natürlich, dass du nach Erscheinen der WordPress-Version das sofort updatest. Wichtig ist natürlich davor eine Datensicherung zu machen, dass wenn irgendetwas schief geht, du darauf zurückgreifen kannst. Ja, jetzt würde ich mich freuen, wenn du dieses Video liken würdest oder auch einen kurzen Kommentar dazu schreibst, wenn es dir gefallen hat. Und in diesem Sinn wünsche ich dir ganz viel Spaß mit WordPress 4.0 und viel Erfolg mit deiner Webseite. Viele Grüße, dein Oliver Pfeil.